Die Frage, ob Berlin nun auch Parlaments- und Regierungssitz wird, bewegt die Gemüter seit Wochen. Ich stimme für Berlin. Welche Wende? Guten Abend, meine Damen und Herren. Kohl, Schäuble, Weigel und auch Lambsdorff sprechen sich für Berlin als Hauptstadt aus. Dann nähme Berlin keine Randlage ein, sagt der Kanzler, sondern sei der Mittelpunkt in Europa, sagt der Kanzler. Will heißen, der Kampf um die Vorherrschaft im künftigen Europa ist voll entbrannt. Dazu gehört die Zerschlagung Jugoslawiens genauso wie die Auflösung der Sowjetunion. Mit vereinzelten baltischen Staaten, der abgespaltenen Ukraine und anderen separaten Republiken lässt sich Europa bis zum Ural, Strauß lässt grüßen, und bis zum Bosporus und zum Schwarzen Meer leichter beherrschen von Berlin aus. Die Eroberung der DDR war also der erste Schritt Bonns nach Europa. Deshalb nicht das stille, ferne Bonn am Rhein, sondern in der Mitte Europas die Reichshauptstadt Berlin. Wer bitte stellt die Frage nach Akteneinsicht beim Bundesnachrichtendienst oder beim Verfassungsschutz, die ja massenweise Telefone abgehört und Bürger bespitzelt haben? Wer fragt nach Bonns Agenten und Provokateuren, die in der DDR ihr Unwesen getrieben haben? Nach der Mitwirkung Bonner Geheimdienste bei den Morden an Herrhausen und Rohwedder? Nach den famosen Kronzeugen? Wer bitte stellt die Fragen nach Akteneinsicht bei Amerikas CIA, auf deren Konto immerhin blutige Kriege, zum Beispiel gegen Nordkorea und Vietnam, Grenada und Irak, kommen? Mörderische Flugzeugattentate, Mordversuche an Fidel Castro, Nasser und vielen anderen, Morde an in- und ausländischen Staatsministern, von Staatsmännern, von den Kennedy-Brüdern und Martin Luther King bis zu Olaf Palme oder Lumumba. Da muss es doch Akten geben und viele Fragen. Man sollte sie laut stellen und immer wiederholen, statt sich durch Geschrei über IM, Stasi-Akten oder Urin, Unrechtsstaat und Misswirtschaft ablenken zu lassen. Von der Gegenwart, von der Wahrheit, vor allem aber von der Zukunft.